Leute, das Mid-Season-Update steht an. Die Patchnotes sind draußen. Der Trailer zum Event ist draußen. Es gibt Heftiges zu berichten. Ein absolut krassen Seer-Nerf. Minimale Buffs sind trotzdem für Seer drin. Endlich ein Nemesis-Nerf. Ich gehe auf alle Patchnotes ein. Die Bugfix lasse ich wie immer außen vor, weil das einfach too much ist. Das meiste kennt man nicht mal. Aber es gibt leider auch eine absolut heftige Enttäuschung, was das Event betrifft. Dazu gleich mehr. Und am Ende des Videos für alle, die den Trailer schon gesehen haben, der geht gerade mal so ein bisschen über eine Minute, den heftig hinten dran. Jeder, der noch nicht gesehen hat, ich rate euch, zieht euch den rein. Es sind ein paar geile Skins dabei. Auf der EA-Seite, wo wir gleich gemeinsam drauf gehen, zeige ich euch die Patchnotes. Da werden einige Skins gezeigt, aber der Revenant-Skin und der Ashe-Skin, die werden nicht gezeigt und die sieht man im Trailer. Die sind ultra nice und gerade der Revenant-Skin hat einen Teil seiner Menschlichkeit. Das sieht ultra nice aus, also zieht's euch rein, lohnt sich absolut. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir gehen auf die Bildschirmaufnahme. Moment, ich scroll hier erstmal ganz hoch. Und dann wechseln wir hier hin und gehen einfach mal gemeinsam die Patchnotes durch. Das ist wie gesagt der Trailer, heftig hinten dran. Und ich seppe hier ganz flott so ein bisschen durch. Ach nee, Moment. Hier sehen wir einen Teil zumindest des Revenant Skins. Sieht man nicht ganz so gut hier. Zieht es euch im Trailer rein. Mega, mega geil. Ich lasse hier kurz das Video durchlaufen. Für einen Großteil der Skins sage ich jetzt einfach mal. Horizon, Nemesis, Nemesis Skin geil, Mastiff und Mad Maggie, Newcastle und die Spitfire und die 3030 und Krypto. Sieht stark aus und natürlich, es wird Zeit, lange, lange haben wir drauf gewartet, das Horizon Erbstück, es ist endlich da und es ist kein Laserschwert, es ist tatsächlich laut Leaks, es hat gestimmt, da gab es ewig so ein bisschen große Fragezeichen, es ist tatsächlich ein Morgenstern, sieht sau, sau stark aus. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Das alles ist mega geil, aber zieht euch rein. Vergesst nicht, das Ziererbstück ist auch noch nicht lange, lange her. Und jetzt kommt gleich der absolute Hammer. Und sorry, wenn ich das jetzt mal so direkt sage. Ich scrolle hier ganz langsam noch die Skins durch, dass ihr grob noch seht, was euch in den Event-Stores über die Wochen verteilt so erwartet. Es kommen auch ein paar beliebte Skins zurück. Aber wie gesagt, der Hammer kommt jetzt gleich mit dem Seer-Nerf. Das ist unfassbar und jeder Seer-Main wird jetzt richtig kotzen. Wir fangen aber erstmal mit den zwei Waffen an, die jetzt in den Replikator kommen. Und zwar die 99 und die Rampage und die Alternator und die Sentinel kommen wieder raus. Dann wurde der Evac Tower ein wenig reduziert, die Spawnrate für die Evac Tower wurde reduziert, anhand der Wahrscheinlichkeit, so oft wie man auch die Heat-Schilde findet. Der Evac Tower war tatsächlich sehr häufig zu finden und der mobile Respawn-Beacon wird angepasst. Den findet man jetzt etwas häufiger. Dann haben wir Waffen-Updates und da ist es. Die Nemesis wird genervt. Meiner Meinung nach immer noch ein Stück zu wenig. Müssen wir jetzt mal in der Praxis abwarten, wie sich das anfühlt. Aber die Projektilgeschwindigkeit wurde reduziert. Und da können wir nur hoffen, dass die Projektile auch bei dieser schnelleren Schussfolge drastische Reduzierungen haben. Und die Projektilgravitation wurde erhöht. Heißt für mich, es gibt einen Bullet Drop oder einen stärkeren Bullet Drop, der auch irgendwo Sinn macht. Die EVA 8, würde ich jetzt sagen, die EVA 8 bekommt sogar einen Buff. Der Basis oder die Basisfeuerrate wurde erhöht. Die Feuerrate auf den weißen Verschluss wurde erhöht. Blau, Violett und Gold bleiben unverändert. Und jetzt zieht euch mal. Hier fängt es hier an und geht bis hier runter. Das ist ohne Scheiß. Das ist einfach zu krass. Ach so. Die große Enttäuschung natürlich, bevor ich das hier vergesse. Hier, ihr seht es ja natürlich im Trailer. Mensch, das hätte ich ja fast vergessen. Wir haben in diesem Trailer, Moment, ihr seht tatsächlich nur im Trailer. Wir haben tatsächlich in diesem Event traurigerweise Armed and Dangerous wieder als Modus. Der Solo-Modus kommt nicht, Leute. Er war geleakt. Er war mehr oder minder tatsächlich geteasert von Respawn selber. Und jetzt kommt er nicht. Und das ist für mich eine absolute Riesenenttäuschung. Das überschattet für mich eigentlich alles, was hier gerade in dem Mid-Season-Update passiert. Es ist tatsächlich übrigens, wie gesagt, das Mid-Season-Update und es ist tatsächlich mega, mega klein.
außer der Seer-Nerf, der natürlich mega, mega reinhaut. Aber das mit dem Solo-Modus finde ich eine Frechheit. Ich kann mir vorstellen, woran das so ein Stück weit liegt. Vielleicht macht der Solo-Modus Probleme. Vielleicht ist auch gerade die Baustelle um Ranked zu krass, dass sie jetzt keine Experimente irgendwie versuchen, irgendwas Neues zu implementieren, was noch keine Testphase hat. Zumindest nicht live. Wir fangen jetzt mit dem Seer-Nerf an. Sorry fürs Drumherum quatschen. Der Herzschlagsensor. Zieht euch das rein. Der wurde genervt, Reichweite von 75 Meter auf 50 Meter. Und der erste Herzschlag, den man quasi wahrnimmt, da wird, das wird auch deutlich reduziert. Es dauert ein bisschen länger. Dann die taktische Fähigkeit, ebenfalls Reichweite reduziert von 75 auf 60 Meter. Jetzt kommt ein kleiner Buff, das macht aber alles andere nicht irgendwie schön. Die Feuergeschwindigkeit ist um 30% schneller, das heißt, es ist 30% schneller draußen. Aber jetzt wird's geil. Heilung wird nicht mehr gestoppt, Wiederbelebung wird nicht mehr gestoppt, wenn du einen Gegner damit triffst. Respawn-Sender wird nicht mehr gestoppt. Scan-Dauer wird reduziert von 8 Sekunden auf 2,5 Sekunden. Einfach mega, mega krank. Dafür wird jetzt der Gegner für 2,5 Sekunden verlangsamt. Das ist krass. Minimaler Buff, das kann echt abfacken, wenn man getroffen wird. Aber alles andere ist einfach, Seer ist nicht mehr Seer. Sagt, was er wollt, das ist einfach heftig. Ich habe nichts dagegen, ich spiele nicht gerne gegen Seer, aber alle Mains da draußen, ich verstehe, wenn ihr einfach nur kotzt. Dann, Scan enthält wieder Ganzkörpermarkierung. Getroffene Gegner werden für 2,5 Sekunden verlangsamt, das habe ich schon erzählt. Die Dauer von Stille wird auf 10 Sekunden erhöht. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich es hier so gut wie gar nicht spiele, mir war gar nicht bewusst, dass wenn wir die taktische abbekommen, dass wir gesilenced werden. Also unter Silence verstehe ich das, die Kugeln von Revenant. Du kannst deine Fähigkeiten nicht benutzen. Könnt ihr mich aufklären? Ich habe keine Ahnung. Seer ist tatsächlich, ich bekomme so selten irgendwelche Fähigkeiten von Seer ab, dass ich absolut keinen Plan habe. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, obwohl ich es eigentlich wissen müsste. So, die Dauer, wie gesagt, Dauerstille war vorher 1,75 Sekunden. Deswegen merkt man es wahrscheinlich gar nicht, weil nicht mal 2 Sekunden ist nicht viel. Wird jetzt quasi ein bisschen über verfünffacht. Von Seer stumm geschaltene gegnerische Einheiten erhalten nun auch einen Bedrohungsumriss für Seer und seine Teammitglieder. Allerdings musst du eine direkte Sichtlinie haben, damit diese Umrisse auch erkennbar sind. Und hier kommt die ultimative Fähigkeit. Da kann ich mir schon wieder das Lachen vor Entsetzen eigentlich nicht verkneifen. Du konntest die Ulti vorher 50 Meter zu schmeißen, jetzt nur noch 15 Meter. Das ist einfach zu krank. Das tut mir leid, das sehe ich sogar ein, obwohl ich nicht gerne gegen Seer spiele. Das ist einfach zu heftig. Der ist absolut kaputt jetzt. Diamant-Scan-Markierungen bei gegnerischen Bewegungen werden entfernt. Man sieht quasi nur noch die Footsteps. Und die Markierung, die Diamant-Markierung erscheint nur für 1,25 Sekunden, wenn der Gegner feuert. Hurra! Kommen wir zum Schießstand. Es gibt Anpassungen. Wir können jetzt in den Optionen den Third-Person-Modus aktivieren. Wir können einen Allzweck-Timer aktivieren, für was auch immer. Vielleicht, wenn man 1 gegen 1 spielt und einfach mal guckt, wie lange man braucht. Das könnte ich mir jetzt als Option zum Beispiel vorstellen. Den Dummies kann man jetzt eine Helmstufe auf Kombination seines Schilds anpassen. Also die haben dann jetzt einen Helm. Die Spawns für die Dummies werden im Allgemeinen verbessert. Die Häufigkeit und die Distanz zu dir, wenn du die abfeuerst. Und die Ziele, auf die wir ballern können, die wurden ein bisschen angepasst. Dann haben wir nicht erwähnenswert. Bloodhound-Prüfung ist noch interessant für die neue, für die Bloodhound-Prüfungen auf World's Edge. Wird der Loot angepasst auf das Team. Wenn du erste, zweite und dritte Runde von dieser Prüfung machst, ist der Loot angepasst besser auf das Team, was die Prüfung eben startet. Newcastle kann ab sofort mit seiner ultimativen Fähigkeit, sofern er diese Ziele auch trifft, zum Beispiel die Drohne von Krypto oder das Jump Pad zerstören und auch andere placeable Objekte, dann werden die mobilen Respawn Beacons
In der Spawnrate erhöht für Support-Legenden aus ihren Loot-Bins, wenn ein Teammitglied tot ist, und man muss nicht zwingend dazu einen mobilen Respawn-Beacon, das Abzeichen dabei geborgen haben. Das ist jetzt nicht weiter wichtig. Dann haben wir im Legendenmenü wurde ein Biografieregister hinzugefügt und Klassenunterregister wurde entfernt, was auch immer das bedeutet, bin ich mir nicht ganz sicher. Dann haben wir für die PC-Spieler, gehe ich drauf ein, Mauscursor an Spielfenster anheften wurde dem Menü hinzugefügt. Maximale Frames per Seconds wurde in der Lobby auf 60 Hertz reduziert für High-End-Grafikkarten, um zwischen den Spielen ein bisschen für Abkühlung für den PC zu sorgen, dass die vielleicht nicht so überhitzen. Und dann hier noch ein bisschen große Fragezeichen, kann ich nichts mit anfangen. Intel ARC-Benutzer erhalten ein Pop-up-Aufforderung, DX12 Beta zur Erwägung, die auf ARC-Hardware die Leistung verbessert. Die Anleitung dazu, wer Ahnung hat, was das bedeutet und das unbedingt braucht, die Information, geht auf die EA-Seite, zieht euch das rein, geht auf den Link, da wisst ihr mehr. Dann gibt es noch Podium, Bildschirme wurden aktualisiert, um weiße Blitze zu minimieren. Nicht weiter interessant. Jetzt kommen eine Menge Bugfixes, ich werde sie alle nicht vorlesen. Der einzige Bugfix, der tatsächlich für alle interessant ist, auch wenn ich selber Gott sei Dank nie davon betroffen war, ist, dass du im Replikator stecken geblieben bist. Das ist tatsächlich ab und zu passiert, das hatte ich bei Mates schon öfter gesehen. Bei mir selber auch nicht. Das soll jetzt behoben worden sein. Wer übrigens die Gerüchte darum hört, dass im Mid-Season-Update, was ja nächste Woche startet, das Ranked-System gefixt wird, der irrt. Das Gerücht ist nämlich heute aufgekommen. Es passiert tatsächlich nicht. Seht ihr ja in den Patch-Notes, es sei denn, das wird jetzt irgendwie versteckt noch gefixt. Was ich aber nicht glaube. Sollte sich in den nächsten Tagen dazu noch irgendwas äußern, irgendwas kommen, dann werde ich das natürlich noch nachreichen, falls das vielleicht später kommt. Und ich bin gespannt, was ihr hierzu zu sagen habt. Seermans da draußen, meldet euch. Ich bin gespannt. Ich finde es tatsächlich zu viel. Auch wenn er mir mega auf den Sack geht, aber das ist einfach zu heftig und macht meiner Meinung nach Seer als Legende eigentlich kaum noch interessant. Meine ehrliche Meinung, ich bin auf eure ehrliche gespannt, verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, der Trailer, der geht jetzt los. Viel Spaß damit, haut rein, ciao. You must be all these things and more. Well, someone's a wee bit crabbit. How disappointing. It's nothing personal. All right, let's finish this. What can I say? You ain't gonna go for it, get out the way. I shoot it to kill it, I'm aiming for vitals. I'm showing no mercy when facing my rivals. Look at me, look at me. Let us begin. Can't any of you stop me? Unlikely. Fuck, I'm sorry, love. I gotta get it on my side. Were you saying something?